So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Mittelerde Mordor Schatten, Schatten Mordor. So, ich will den Mordor Schatten sagen. Was ist Mordor Schatten? Na, scheißegal. Bewegen dich nach vorn, um heraufzuspringen. Okay. Wir haben also einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Ach, wirklich? Kannst du das? Geiler Bogen. Kleiner Schnieke. Halt der LT gedrückt, um Fernkampfmodus zu wechseln. Halt der RT gedrückt, um den Schuss aufzuladen. Och, tut mir leid, Kleiner. Damit kann ich dir jetzt leider nicht helfen, ne? Du sollst für deine Taten leiden. Die schwarze Hand wollte sie alle nach. Ja, ich will... Hoppala. Oh, jetzt dachte ich schon, der wäre runtergefallen. So, nicht mit mir, kleiner Mann. Nicht mit mir. Und der jetzt hier auch noch. Und jetzt du hier. Alter, wow. Also, den habe ich jetzt geil verwuselt. Ganz ehrlich. Voll in den Kopf. Halt, gib mir den. Naja, das Feind ist, um sie wahrscheinlich auszurauben. Was bist denn du für ein Schreck? Der gehört jetzt mir, glaube ich. Ja, ich gehe schon hin zu ihm. Komm! Was kann ich jetzt? Halt den Greif Epic drückt. Und zu verhören, okay. Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Okay. Gimub. Dies ist die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Rückgau, um fortzufahren. Wenn du den Feind verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Gimub, der Sklaventreiber. Du hast Gimubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Drücke um fortzufahren. Zudem hast du seinen Machtdrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Die Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du über den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigenen P-Macht, wodurch die neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Drücke A, um fortzufahren. Die Zielmarkierung auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Drücke A, um das Ziel zu markieren. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Okay. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Videos funktioniert super. Schalte ihn wieder auf Spiel um. Jetzt. Moment. Ja, komm, ist gut. Goldsymbole setzen die Haupthandlung fort. Rotsymbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen die Uruks einander bekämpfen, um ihre Ansehen zu steigern, Belohnungen, P-Macht und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weißsymbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung. Jetzt stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber rettet die Menschen Mordor und findet die schwarzen Hauptmänner. Die Geister von Mordor. Erfahr mir über die Gesellschaft der Uruks und Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Naja, was ist jetzt geiler? Einen Moment.
So, jetzt sind die wieder Welt da. Hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Naja. Vielleicht will ich das noch nicht. Saurons Armee. Oder wo war die Karte? So, hier war die Karte. Hier bin ich. Da ist neu. Und das ist der Sklaventreiber. What the fuck? Die Mithril-Klinge. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Ja, ich würde sagen, wir gehen doch. Komm, wir gehen jetzt mal das hier erkunden. Kann ich da jetzt Wegpunkt festlegen? Habe ich da jetzt einen Wegpunkt festgelegt? Anscheinend nicht ganz, ne? Muss ich jetzt mal gucken. Alter, was ist denn das? Was ist das? Scheiße. Alter, was soll das? Was soll die Scheiße? Momentchen. Was soll das? Ich hab gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Ich nicht. Ich habe andere Befehle. Gut, dann muss ich dein hässliches Gesicht endlich nicht sehen. Alter! Was ist hier los? Ich muss schnell das Spiel schnell starten. Momentchen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir hatten ein kleines Desaster, wie ihr gemerkt habt. Ja. So kann es gehen, dass die Grafik halt auch mal abschmiert bei mir. Das war jetzt der Fall. Und da muss ich wieder alles neu machen. Ach nee, doch nicht. LB. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Wandel in eine Geisterwelt. Okay, da sehe ich, wer irgendwie schuld ist. Oder so, wer... Hast du das gehört? Nazcuca. Nazcuca, AP macht 4. Moment! Ich rieche etwas! Das Symbol über den Kopf eines Uruks zeigt an. Aufmerksamkeit. Gelb bedeutet, dass der Uruk etwas Auffälliges untersucht. Rot bedeutet, dass der Uruk dich entdeckt hat. Halt er gedrückt, um zu schleichen und dich vor verursachten Lärm zu verringern. Ja, das ist jetzt gerade in die Hose gegangen. Du bist tot. Du. Oh, verdammt. Die Geisterbetäubung einzusetzen. Okay. Und jetzt? Hier sind Kreuzchen. Gesundheit erneuern. Habe ich denn schon Gesundheit verloren? Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, ich habe nur die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Hätten vielleicht mehr gefunden, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. Hm. Okay, sammeln Kräuter und Gesundheit wieder aufzufüllen. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht ganz so durch. Oh, das scheint ein bisschen ein böserer Gegner zu sein. Der dort. Den lasse ich am besten noch ein bisschen aus. Hier schleicht sich einer rum. Ja, der will ich jetzt noch nicht an den Hals. Sondern ich will jetzt erstmal hier rumschleichen. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Es wird ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Er hätte diesen Grauk sehen und sich bereit machen sollen. Das hier ist ein Troll. Kann ich das hier verwenden? Das werde ich voll Schnieke finden. Das ist ein Geisterturm. Komm, jetzt beweg dich mal hier raus. Ja, und wie soll ich denn den plätten, ne? Nee, nicht den hier, sondern den hier unten. Das ist mir noch gerade ein bisschen ein Rätsel. Ugakuga.
Der ist noch ein bisschen zu stark für mich. Ein riesiger Grauk! Du bist tot! Okay, die hassen den anscheinend. Ist okay. Sie töten den. Okay. Was heißt das jetzt für mich? Hör auf, dich zu bewegen, du kleiner, mieser, kleiner Drecksack. Da wirft mir Steine an! Der wirft mir Steine! Kann der hier hoch? Ja, ich würde ihn gehen aus untersuchen. Aber es geht gerade ganz schlecht. So, jetzt bin ich hier in der Schattenwelt, so gesehen. Okay. Na los, kommt! Tötet ihn! Tötet den gewaltigen Grauk. Dann muss ich es nicht tun. Alter, Alter, Alter! Der wirft mich... Alter, der wirft mir einfach Steine an. Ah, ich habe Fähigkeiten freigeschaltet. Sammle XP, um Fähigkeitenpunkte zu erhalten. Und mach die neue Fähigkeiten aufzuschalten. Los, mach Kämpfe. Also ein schneller an PE macht zu gewinnen. Und neue Fähigkeitsstufe freizuschalten. Drücke A, um fortzufahren. Okay. Fähigkeitspunkt Waldläufer. Hinrichtung. Drücke Y und B, wenn dein Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Aufladen des Trefferserie. Noch 8 aufeinanderfolgende Treffer, wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Gekonter Gegner stolpert rückwärts und werden betäubt oder fallen zu Boden. Okay. Ausschaltmanöver aus der Luft. RT. X töten und unachtsame Ziele. Elbenschleichsgeschick. Stimmlein deine Ladung genau ab. A drücken, wenn du dich über ein Hindernis beschwingst, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsboost und eine Trefferserie von plus 1 zu erhalten. Explodieren lassen. So. Schieß auf Feuerstellen oder Fässer, um die Explosion zu explodieren zu lassen. Du bist immer gegen Schaden, du Feuer und Explosion. Geisterbetäubung. Betäubt deine Feinde B an dem Mund. Lass deine Klingenhagel auf sie niederbrechen. X. Antim. Drücke RB, um von oben herab auf deinen Gegner abzusitzen. Sobald du aufgesessen bist, kannst du mit ihm reiten, klettern und kämpfen. Naja, ich würde erstmal hier den Meuchler von oben nehmen. Ja, den will ich. Kann ich da schon gucken? Die Tötung, bla bla bla. Gedrückt. Mhm. Okay, da kann man dann bestimmte Sachen freischalten. Okay, ich glaube, das... Ja, lassen wir erstmal das Schalten. Gucken wir dann an, wenn wir es haben. Und der wirft mir einfach hier Steine an. Was ich gar nicht fair finde. Weil ich habe ihm ja eigentlich gar nichts getan. So gesehen. Jetzt bin ich erstmal hier. Oh, da wäre jetzt schlau gewesen, wenn ich das Feuer ausgewählt hätte. Nun ja. Aber mit unserem anderen Move sind wir, glaube ich, auch nicht so schlecht dran. Schleichtötung. Schleicht hier jemand? Menschen abzaum! Guter Trick von dir, die Schlachtung zu überleben. Hörtest du ihre Schreie in der Nacht? Hast du ihr Blut gerochen in deinen Träumen? Ja, hab ich, du kleiner, mieser Dreckschwein. Du, ich hau dich weg. Du. Also, dein Dolch kannst du erstmal vergessen, du kleiner Mieser. Ich trinke sein Blut. Nee, du trinkst gar nicht Blut. Dieses Manöver kenn ich auch. Oh, nimm ihn, Alter. Oh, die Laute, die dein süßes Weib von sich gab. Selbst im Tod werde ich das nicht vergessen. Du kleiner mieser Drecksack, ich will dich verhören. Das sagt er dich nicht. Informationen sammeln.
Man kann immer man kann nie genug Informationen sammeln. Okay, wer? Oh, wie ein Hauptmann erscheint, bedeutet das, dass er in der Nähe ist. Okay. Ich möchte gerne Informationen über. Bei wen wollen wir denn Informationen? Bei den hier. Naja. Der nützt mir nix. So, jetzt ist er auch tot. Die kleine miese Drecksau. Kampfbericht. Ja, der ist weg. Wenn Hauptmänner getötet werden, entstehen freie Positionen in Saurons Armee. Nach einiger Zeit können die Hauptmänner diese Position besetzen. Ah, neue Hauptmänner. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, RB zum Aufsammeln. Und dann kann ich doch... Warte, ich rieche etwas. Du riechst genau gar nichts. Hier gab es einen Mord. Gab es hier? Bist du dir wirklich sicher? Dass es da einen Mord gab? Irgendetwas an ihm. So, ich mache hier schon mal ein Gemetzel. Tut mir leid, ich bin gerade... gerade voll konzentriert hier aufs Schießen. Aufs Töten von Urukain. Ja, ich bin schon hier. Guck mal, hier. Du kleiner, mieser Dreckspast. Alter, ihr könnt mich mal alle zusammen hier. Wenn mich tierisch ein wenig am Arsch lecken. So. Dann den hier. So, und jetzt den erstmal. Alter, also für den Move. Also ist richtig realistisch gemacht, so gesehen. Nee, nimmt mir nichts. Nicht sein Schwert weg. Kleiner, mieser Dreckschwein. Was denkst du eigentlich, wer du bist hier? So. Kann man die jetzt in die. Behalten Aufzuhörung. Wie mache ich das jetzt? Wie geht das nicht? Okay. Aber ich merke gerade, wir sind schon längst über der Zeit. Ich muss hier beenden. Man sieht sich also im nächsten Part. Und bis auf Wiedersehen. Tschüss.